Eins. Hallo und willkommen zurück zu Foul Play mit Baxe. Hallo. Ja, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Stück 1, Akt 3. Mal gucken, wie es weitergeht. Was ist denn Al-Aqba oder wie die Aqba Al oder wie auch immer die Stadt hieß, erwartet? Al-Bakra. Ah, danke. Tja, das ist ein richtiges Teufelsding. Das ist erschreckend zutreffend, Mr. Scambrick. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Der Fremdenführer. Ich komm da hoch. Ich komm da hoch. Tja, Alter. Nö, ich komm da nicht Alter, hoch. Schaffst du es nicht? Oh. Gegner! Verprügelt! Wir sollen eine 75er-Kombo schaffen, ne? Das wird hart. Gegner. Aber das klappt irgendwie nicht, wenn du die greifst. Ich weiß nicht. Entweder du drückst aus Versehen immer dann noch was, oder... Immer X weiter drücken. Nee, aber wenn du sie das erste Mal gegriffen hast, meine ich, dann lässt du alles andere, dann drückst du nichts mehr, oder? Nö, eigentlich nicht. Okay, machen wir nochmal, bitte. Jetzt hat's geklappt. Sicher, dass du nichts mehr drückst normalerweise dann? Eigentlich nicht, nö. Aus Versehen vielleicht nochmal B? Ja, bei dieser Kombo drücke ich dann immer weiter X. Ja. Oh fuck. Na, jetzt ist eh egal. Versuchen wir nächstes Mal. Wir können ja genau. Jetzt können wir ja mit der. Wenn viele Gegner sind, können wir unsere Dreifach-Kombo aktivieren, spezial, und dann können wir die Punkte holen. Ja. Mit Double Team. Aber bei drei Gegnern wird das nicht versuchen, oder? Nee. Die überleben das nicht lange. Ja. Na komm, komm, komm. Ja. Hat der noch reingehauen, ey. Ah, ich hab's gewusst. Menschliche Kanonenkugel. Fress Menschen! Ja, keine Menschen, besessene Menschen. Fress besessene Menschen! Hier, für dich! Nutze ich eigentlich einen Schornsteinfeger? Ups. Okay. Wow! Einfach verschwunden. Das sind Ninjas. Puff und weg. Wo will er denn hin? Dem wird schon nichts passieren, vermutlich. Wir müssen ihnen nach. Geht jetzt etwa auch noch eine Rettungsaktion an? Das könnten die Ermittlungen bedauerlicherweise mit sich bringen, Mr. Scambrick. Was für ein Glück, dass ich so ein gutes Herz habe, Sir. Genau. Was ist das? Ein Skarabäus. Kann man die greifen? Ja. Achso, ich dachte, du willst ihn mal mitgreifen. Die rufen immer nur deinen Namen. Nein, jetzt haben sie auch deinen gerufen. Ah, da krabbeln sie weg. Ab nach unten. Wow, hätten sie nicht einfach das Ding aufmachen können. Das wäre langweilig. Ist das blau oder lila? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube lila. Ich bin auch nicht sicher. Uralte Gräber, dämonische Widersache, ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, jetzt ergibt das hier endlich einen Sinn.
Ja, genau. Links, rechts, rechts. Da, wo der Pfeil hinzeigt, da unten. Oh, bei denen können wir es versuchen. Das sind, glaube ich, langsam genug, oder? Können wir den eigentlich auch greifen? Nee, den können wir nicht greifen. Okay, dann sollten wir es doch nicht bei denen versuchen. Ich wollte ihn gerade mal abwehren, aber es ging nicht. Oh, ich glaube, wir können ihn doch greifen, wenn wir ihn down. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, shit, jetzt hast du den weggehauen. Oh, da kam er wieder. Warte, warte, warte. Ah, schmeiß den anderen gegen ihn. Okay, okay. Das ist etwas schwierig. Warte, warte, warte. Mach ich mal. Nein, 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 nein. Prüfung nicht geschafft. Ja, wir mussten hier wahrscheinlich irgendwas machen. Ich wollte ihn doch gegen ihn schmeißen. Oh, sorry. Also, wollte ich ja auch. Ich hab gesagt, oh, egal. Ich hab keine Ahnung mehr, welche Prüfung das mal, die man da machen muss. Vielleicht sollten wir uns die Prüfung mal vorher einmal durchlesen, bevor wir das Level beginnen. Das war nicht gut. Ja. So, warte einmal. Schmeiß mal einen von denen gegen ihn. Genau, jetzt komm mal her, komm mal her, komm mal her. Siehst du, wir können auch den großen Typen greifen. Warte, mach. Komm, komm. Huhu. Okay, ich aktiviere mal und dann. Hm? Oh, oh, wir haben beide eingegangen. Okay, Lena. Oh, ah ja, jetzt ist es glaube ich wieder zu spät. Wir haben es wieder vermasselt. Okay, gut. Ja, ich glaube, das war der einzige Raum, wo wir so viele kriegen. Warte mal. Ah, fuck. Ich wollte gerade sagen, du hättest vielleicht nicht deine Fähigkeit jetzt schon aktivieren sollen. Ja, wollen wir das jetzt zusammen machen oder nicht? Ich warte irgendwie die ganze Zeit, dass du ihn mitgreifst. Aber jetzt ist es schon wieder zu spät, du hast zu viele getötet. Ja, ich würde zu voll, sorry. Ja. Ja. Ich finde, wenn der Große dabei ist, immer scheiße. Nee, du musst einfach die Kleinen greifen und dann machen wir das mit den Kleinen. Das wird schon klappen. Ich glaube, wir könnten eine Falle ausgelöst haben, Mr. Scambrick. Keine Sorge, Sir. Sie haben für derlei Widrigkeiten bestimmt einen Plan parat, oder? Mit dem können wir das machen. Mit dem können wir es machen, genau. Ich fürchte, unsere Lage hat sich nicht gebessert. Schnell, Mr. Dell. Sie werden da drin sterben. Dell! Keine Angst, Bursche. Es ist nicht wirklich, was? Absolut namenloser Bengel. Wir müssen schnell handeln, Mr. Scambrick, oder wir werden sterben. Da haben Sie recht, Sir. Okay, okay. Nicht schlagen. Hä? Jetzt aber. Am besten lässt du mich greifen. Ja, das ist echt schwierig. Ich sehe nichts.
besten nur jetzt mal die Combo aktivieren, oder? Hä? Du sollst nur... Egal, egal, wir haben es vermasselt hier mit denen. Das wird nichts mehr. Ich finde das echt nicht einfach. Es ist einfach, das Problem ist, irgendwer klickt immer einmal zu viel. Also ich klick einmal halt B, wenn dann habe ich einen gegriffen. Und dann darfst du nicht nochmal B drücken, weil dann lässt du sie wieder los, wenn wir in dieser Doppelkombo sind. Ja, das mach ich schon nicht. Sieht aber so aus halt, was ja, ne? Aber ich drück einfach einmal B und dann brauchst du das und dann lässt du sofort los, ich weiß nicht. Und nächste Prüfung nicht geschafft. Keine Ahnung, was das war. Donnerlittchen, wer hat das... Achso, das bist das du ja. Donnerlittchen, wer hat das alles hier zurückgelassen? Die Bewohner Al-Bakras entdeckten hier einen Dämon-Scampering vor langer Zeit. Etwas derart Altes und Schreckliches, dass es die ganze Stadt verdarb. Wie haben sie ihn getötet? Das haben sie nicht. Der König? Wenn er sich mittlerweile so nennt. Kommen Sie, Mr. Scamwick, wir sind ganz in der Nähe. Oh, Gold! Oh, ich will Gold! Später, später, Mr. Scamwick. Da ist ein Gegner, oder? Ja. Ja. Warte, ich mach's nochmal. Oh! Wow! Ich verstehe das noch nicht ganz mit dem Abwehren von diesen Fähigkeiten von den Typen. Na, wenn du musst das genau im richtigen Moment. Ja, aber du musst das genau im richtigen Moment machen. Das kannst du nicht machen, wenn so die Dinger die da aufladen. Direkt über ihm sind. Genau. Oh. Ich will auch was, gib mir was ab! Du hast doch gerade gegessen. Stimmt gar nicht. Okay, jetzt nochmal versuchen. Da. Da? Ich hab einmal gedrückt, ich schwöre. Da? Ja, ich weiß, diesmal hab ich zu früh geschlagen. Weil das eh nichts mehr wird. Weil wir da keinen, nur noch den hatten. Aber mit den vier könnten wir das hinbekommen. Lass mich die greifen als erstes. Na, Alter. Da. Oh fuck. Das war dumm. Ja. Warum? Ich weiß nicht, das funktioniert manchmal. Vielleicht wehren die das auch irgendwie ab oder so, ich weiß es nicht. Ich schaff das nicht. Ja, auch nicht. Spielst du mit Tastatur oder mit Controller? Na, Controller. Okay. Tastatur ist ein bisschen umständlich. Geh deine Kette. Und ganz ab zufällig. Geht's. Zugabe. Nee. Geh weg. Die Zugabe will ich nicht. Alter, könnt ihr mal aufhören wegzulaufen? Alter, ich bin hier irgendwo immer in der Mitte, wo ich halt niemanden treffe, habe ich so das Gefühl. Oh. Was? Und neue Technik. Oh. Du musst immer bereitklicken, ne? Sonst kann ich nicht weitermachen. Opa-Mumie.
War das jetzt? Das war jetzt Akt 3, ne? Ja. Schlafende Stadt. Dann könnte jetzt der Höllenharem. Warte mal, weißt du was? Harem? Ne, ich lasse das mal beides drin. So, 4 menschliche Kanonenkugeln zeigen, Obermumie zuletzt erledigen und 50er Ziel bei Kombo-Prüfung schaffen. Okay, kriegen wir hin, Baxe. Ja. Mr. Scamwick, ich glaube, uns stehen einige aufregende Entdecken auf dem Gebiet der Dämonologie bevor. Hervorragend, Sir. Obwohl, letztes Mal musste ich nachher genäht werden. Ach, stell dich nicht so an. Na komm. Ich glaube, wir müssen die gegeneinander werfen. Mhm. Das ist aber echt schwierig. Ja, manchmal, du musst ein bisschen länger halten manchmal. Du kannst ja ein bisschen länger halten. Jetzt hab ich's. Ach, du musst mehr Gegner treffen. Okay, warte. Ist doof. Jetzt. Ja, wenn du mehr als zwei. Als mehr als Interest, dann macht okay. Ich glaube, einmal muss ich es noch machen. Mhm. So, das sollte eigentlich dreimal, oder nicht? Mhm. Komm, bewegen Sie sie. Oder hast du. Du hast es auch schon geschafft, oder nicht? Ich glaube. Ne, 3 von 4 haben wir beide. Ne, 3 von 4, verdammt! Also nochmal. Aber mit dem ist es ganz gut, warte. Boss zuletzt besiegen. Okay, Boss zuletzt besiegen. Ich versuch's dir gerade in eine Reihe zu kriegen. Alter, ist doch nicht los. Ja, warte. Okay, ich hab's. So, gegenseitig. Muss gucken, dass du so ein bisschen seitlich manchmal wirst. Ja, auch geschafft. Nice. Nicht kriegen, ne? Ja. Die hier noch. Ja, ich greif manchmal zweimal zu, deswegen. Ey, das, das war ich, der gegriffen wurde. Ich dachte gerade so, what the fuck? Okay. Dann. Schlag drauf. Marvin Kreis, Marvin Kreis. Oh. No. Nice. Wie bist du maskiert eigentlich? Fällt mir so mal ein. Du bist ein Ninja. Oh. Also, probieren wir das hier mal mit der 50er-Kombo. Funktioniert nicht, wenn du das machst. Ich weiß nicht warum. Also, ich muss sie scheinbar echt als erstes greifen.
Soweit ich nämlich bei dir immer greife, lässt er sie automatisch los. Weiß nicht, was da los ist. Du hast sie auf jeden Fall geschafft. Ich weiß aber nicht, ob die da die Stelle machen müssen. Oder an einer anderen Stelle. Nee. Weil er stand ja bei der Herausforderung. Ja. Also, merken wir, ich greife die Typen bei der Herausforderung gleich. Mhm. Und du danach erst. Einmal, genau. Hm? Vielleicht braucht das bei dir ein bisschen länger, bis ich dann selber drücken kann. Guck mal. Wahrscheinlich musst du erst an eine richtige Höhe bei dir kommen. Bei mir kannst du relativ fix danach drücken. Ich glaube, ich kann nicht so fix danach drücken bei dir. Warte mal, wir probieren das nochmal weiter aus. Töte sie doch nicht. Okay, wenn ich das da mache, geht's nicht. Hm. Ist echt merkwürdig. Zeigen Sie es Ihnen, Mr. Dashwood. Die Typen haben keine Chance. Wie heißt du, Junge? Schluck. Jimmy Wickets, Sir. Dann mach dich besser auf eine Show gefasst, Wert der Wickets. Oh, jetzt die Kombo. Okay, dann lass mich greifen. Komm her zu mir. Na, shit. Okay, ich hab's aber geschafft. Versuch ihn zu schlagen, genau. Ah, shit. Aber du hast ja, wir haben es ja eh schon gehabt, also. Mhm. Mr. Scambrick, würden Sie sagen, dass ich zu Übertreibungen oder Flunkerei neige? Nein, Sir. Dann sollten Sie wissen, dass die Chance besteht, sei sie auch noch so gering, dass das, was hinter dieser Tür liegt, selbst meine Fähigkeiten übersteigt. Dann ist es ja gut, dass ich da bin. Quasi als Zünglein an der Waage. Zünglein. Die Grundregel, Mr. Scrapwick, die Grundregel. Immer mit fiesen Tricks rechnen, Sir. Immer. Immer. Gut, gehen wir. Oh, fuck. Okay. Guten Abend, meine Damen. Wir sind auf der Suche nach einem Freund. Äußerst hinterhältig, hackt Mordgelüste, ansonsten recht sympathisch. Hilfe! Ah, da ist der Gute, ja. Oh, da war der Gute. Ja. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese Seele zu rauben, Dämon. Es wird die letzte sein. Oh, Kickboxerin Mumien. Auch Tricks. Nimm ich diesen. Kommt her, Ladies. Eigentlich schlage ich keine Ladies, aber okay. In diesem Fall können wir Ausnahme machen. Das macht keinen Unterschied, Faxe.
Und die letzten beiden. Naja, vielleicht war es noch. Ich glaube, der große war der Endboss. Der kommt doch zum Schluss in der fünften. What the fuck? Bei mir hat die dich einfach weggeschlagen. Du hast aber getroffen. Ich bin ein bisschen hinterher, ja. So, Mr. König. LOL, dein Ernst? Zugabe! Was? Können die auch hierher kommen? Hallo? Jetzt super. Ich krieg den echt nicht. Ja, ich hab ja auch ein Tuch um. Ich bin geheimnisvoll. Siehst du, Akt 5 ist für mich immer der Boss. Ah, deswegen hat er auch so wenig Punktzahl. Ja. Hast du recht. Okay, okay. Der Klauen-Dämon. Ohne dass du bereit drückst, kann ich trotzdem nichts machen. Ich vergesse das immer wieder, ja. Alles gut. Echt jetzt gegen alle 6? Ja. Boah, Gott! Shit happens. Was? Na komm. Wow! Ey, das war unfair. Ich kann ihn nicht schlagen. Komm her, greif mit. Alles gut. Na komm. What the fuck? Und da ist er tot. Und wir haben nicht ansatzweise 5 Sterne gemacht. Ja, wir haben es damals geschafft, ey. Ganz einfach, indem wir halt erstmal. Wie es weitergeht. Ah, oder so. Oh. Das ist gemein. What the fuck? Komm her, Bitch. Nerv, Dämon. Wollen wir mal einen nochmal zusammen greifen, damit wir nochmal ein paar Punkte machen?
Ja, was schaffen könnten. Okay. Wird echt problematisch gerade. Hau du ab! Okay. Ja. Halten Sie inne! Das bin ich. Achso. Halt dich fest! Mein Hut! Ein Hut? Was? Was ist denn das, Sir? Es ist ein Zylinder. Wow! Was macht ein Dämon mit einem Zylinder? Die eigentliche Frage, Mr. Scamwick, ist doch: Was macht ein Dämon mit dem Zylinder meines Vaters? Okay. 20 Jahre ist es her, dass Scamwick und ich gegen diese Clown-Dämon gekämpft haben. Mir war damals kaum bewusst, welche Bedeutung das Ganze hatte. Oder wie weit wir würden gehen müssen, um die Wahrheit zu enthüllen. Ist doch ganz einfach. Ja. Das war Stück 1. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei Stück 2. Mal gucken, was uns dort noch erwartet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.